Ja, hallo, ich bin Anne von Zooreal und wir begrüßen heute den wohl hipsten Hundeflüsterer aus Köln, den Massi Samin. Der sitzt hier schon und er erzählt uns heute ein bisschen über sich und seine Arbeit mit seinen Hunden. Ja, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Wie bin ich auf den Hund gekommen? Ich bin hier nicht in Deutschland geboren, bin in Afghanistan 1987 geboren und dort aufgewachsen, die ersten paar Jahre meines Lebens. Und da gab es natürlich, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, wahnsinnig viele Straßenhunde. Mhm. Und mit diesen bin ich in Kontakt gekommen das erste Mal. Und irgendwann hat sich da so ein bisschen mein Herz geöffnet. Ich habe verbotenerweise natürlich diese Hunde auch gefüttert. Ich konnte nicht irgendwie anders. Und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich ein ganz... ja, so eine Verbundenheit zu diesen Tieren. Ich hatte das Gefühl, irgendwie ja, mich mehr zu denen hingezogen zu fühlen als zu den Menschen. Und dann sind wir dann nach Deutschland gezogen, 1994. Da liefen dann solche Sendungen wie Kommissar Rex oder Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja, ja, und als, weiß ich nicht, Jerry Lee, so hieß der doch, als er sich von der Kugel geschmissen hat. Und ich als kleiner Junge habe natürlich diese Loyalität so bewundert. Ja. Und irgendwann wollte ich meinen eigenen Lassie natürlich haben. Und jetzt hast du sogar vier Lassies. Jetzt habe ich sogar vier Lassies, genau, so schaut's aus. Richtig. Würdest du denn grundsätzlich sagen, Hunde sind die besseren Menschen? So weit würde ich gar nicht gehen. Ich würde vielmehr sagen, dass Hunde auf jeden Fall den Menschen zu besseren Menschen machen. Mhm. Definitiv. Ich glaube, wenn der Mensch sich darauf einlässt, dann wird er definitiv mit einem Hund an seiner Seite zu einem besseren Menschen. Hast du denn ein Beispiel, wo die Kommunikation häufig nicht funktioniert? Ja. Typisch ist, was dir öfter mal begegnet? Ja, absolut. Und das ist beispielsweise ein ganz, ganz klassischer Fall, ist das Anspringen. Mhm. Ja, also beispielsweise regt man sich auf als Hundehalter, wenn der Hund, weiß ich nicht, jetzt die Nachbarin mit der weißen Hose im Sommer anspringt. Ja, ja. Ja, und dann, Mensch, was soll das denn? Und oh, das ist doch so unangenehm, mhm, das ist so peinlich. Aber der Hund darf einen selbst immer anspringen, wenn man nach Hause kommt. Stimmt. Na, dann kann man nach Hause, die Tiere geht, oh Mensch, das ist so schön. Und ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt erlaubt? Wann darf ich springen und wann nicht? Und das zu differenzieren, das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Und davon gibt es, das summiert sich, das sind so viele. Ja, stimmt. Ja. Seit neuestem stehst du auch für Zooreal vor der Kamera, genau, und ja, bringst da dein Hundewissen den Zuschauern, genau, per Video bei. Wie war das für dich, als wir dich da angefragt haben? Hattest du da direkt Bock drauf? Oder klar, hör mal, gib mir eine Kamera, lass mich über Hunde sprechen, wenn ich quatsche, Frikadellen und so. Ich habe natürlich riesig Bock darauf. Also es ist heute natürlich eine schöne Möglichkeit, über das schönste Thema in meinem Leben zu sprechen. Das sind die Hunde natürlich. Und ich habe mich da sehr, sehr darüber gefreut und die Zusammenarbeit war auch fantastisch. Das Team war einfach großartig, also immer wieder gerne, ruf an. Und nicht nur in den Videos bringst du Hundewissen weiter, sondern auch jetzt mit deinem neuen Buch, was, genau, jetzt vor kurzem erschienen ist. Zeichenpflicht zu deinem Hund. Richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Ist super geworden. Genau, an wen richtet sich das Buch? Ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal war das für mich die absolute Entdeckung, dass ich die Leidenschaft zum Schreiben entdeckt habe bei mir. Also ich hatte da riesig Lust zu schreiben und als ich geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang gedacht, so, okay, gut, wem erzählst du das? Und ich habe an meine Community gedacht, an meine Klienten, an die ganzen Hundemuttis, die ganzen lieben Hundemuttis, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, mit denen ich so ein enges Verhältnis habe und ja, und mit denen habe ich quasi, für sie habe ich geschrieben, mit denen habe ich geschrieben und den Gedanken immer jede Zeile an sie gerichtet. Aber das Buch ist natürlich für jeden Hundehalter. Ich habe wirklich echt an die Hundemuttis gedacht. Ich habe mir gedacht, Mensch Leute, ich erzähle euch jetzt gerade einfach etwas, was so in meiner Seele vorgeht. Ja, und seid höflich zu deinem Hund ist ja, so, wie, so eine Art, wie so ein Appell einfach, ja, dass die Leute halt eben ein bisschen darauf achten sollen, im Umgang mit ihrem Hund zuvorkommender zu sein. Das war für mich sehr, sehr wichtig mitzuteilen. Und da habe ich tatsächlich an meine Community, an meine Fans gedacht, an die Hundemuttis gedacht und habe für sie geschrieben. Ja, super, dann wünschen wir dir viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Und ja, vielen Dank natürlich auch fürs Interview. Ich habe zu danken. Ihr Lieben, das Beste kommt zum Schluss. Und zwar verlose ich gemeinsam mit Zooreal nicht meine Hündin Liesel, nein, sondern drei Exemplare meines Buches. Sei höflich zu deinem Hund. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, beendet diesen Satz. Ich bin gerne höflich zu meinem Hund, weil... In der Zwischenzeit signieren wir, Liesel und ich, das Buch für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.